Aber naja. Ja, und da merkt man halt, dass ich bin zwar 15, aber trotzdem, irgendwo merke ich, dass ich alt bin. Weil ich rede auch teilweise immer von dieser Zeit von, wirklich so gesehen, von diesem Frühjahr, obwohl dieses Frühjahr nicht allzu lang her ist. Es ist ungefähr so, paar Momente davon sind schon ungefähr langsam ein Jahr alt. Weil die noch damals so, sag ich wieder damals, da die eigentlich, zu Schulanfang waren. Aber ja, Und manche Momente, die hört sind sich gut vielleicht ein paar Monate alt, so gesehen. Und waren eigentlich erst. Aber naja, Leute. Da kann man nichts machen. Das kommt halt so mit dem Alter. Wie mein früher Religionslehrer immer gesagt hat: Der gute Herr, ich folge dir. Ich habe eine Idee. Ich kümmere mich darum. Aber Immer diese naja. Anspielung auf die Nachnamen. Schlimm. Das Ganz gibt's. schlimm. Boom, Baby. Ruhig. Das hört sich gut an. Blitze. Deutschland! Genug für alle. Ja, was wollte ich jetzt schon wieder sagen? Irgendwas mit dem guten Herr, ich folge dir. Ich habe eine Und ja, Idee. dieser Lehrer hat einen immer verfolgt, weil er so cool war. Ich Ach ja, der hat kümmere ja mich immer darum. gesagt, so, ja, mit dem Alter, da kommt immer so die Vergesslichkeit. Und der hat immer so tolle Witze gebracht. Los. Beispielsweise so gesehen, dass er kein Mathe kann, einfach weil er es vergessen hat, weil er alt ist. Auf. Was gibt's zu tun? Erschieße! Ach ja, das waren immer so diese ganz tollen, immer diese tollen Lehrer. Ich mag solche Lehrer. Die sind einfach cool. Was gibt's? Ich bin Und dabei. nicht solche Langweiler wie manche anderen. Los geht's. Oben auf. Ihr schießt mir Kampf das beginnt. Tor jetzt auf. Wie der Erzdruide da nicht hin muss, weil. Na gut, er ist da in dieser. So gesehen. Jetzt nicht mit dabei, aber trotzdem. Ich habe eine Idee. Der begleitet mich immer auf meinen Reisen, der gute Erzdruide. Aber ja. Ich hatte gerade ein Haar im Mund. Alle klar hier oben. Da lang. Hey. Hey. Hey, what's going on here? Hey ho, let's go. Da 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 da. Scheiß drauf. Was ist zu tun? Schick sie jetzt dahin. Hört sich gut an. Eutmelos Reiter im Einsatz. Sequenz. Schnell, wir müssen die Schleusentore öffnen. Ich kümmere mich um die Bewässerung. Oh yeah. Wasser. I like it. Wasser in Wüste. Wir haben es geschafft. Was ist das denn?
Invasion der Dampfmaschinen? Mechanische Spinnen. Faszinierend. Ich vermute, dass Pfeil und Bogen gegen diese Ungetüme machtlos sind. Aber meine Türme sollten sich als ausgesprochen nützlich erweisen. Einige davon strategisch gut platziert. Und die Seas dürften eine böse Überraschung erleben. Oh, die Seas greifen mich jetzt an. Wie böse. Oh, der Erzruid ist natürlich noch oben. Sollte es ihre Gegnern gelingen, Taslovs Haus zu erreichen, verlieren sie diesen Level. Oh mein Gott, dann verliere ich diesen Level. Habt ihr das gehört, Leute? Wenn sie Taslov auf Stufe 4 befördern, können sie Taslov-Türme bauen. Die Wehrspinne. Und da greifen Gardisten an. Ach du heilige Scheiße. Sind ja noch schlimmer als meine Katapulte. Okay. Arbeit. 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 Wollt ihr, dass diese mechanischen Ungetüme hier reinkommen oder was? Ihr Spacken. Ah, jetzt sollte ich. Ah, okay. Torpedos. Wenn ich nicht falsch sehe. Spinnenangriff. Oh, das sind noch ein paar Taslov-Türme. Die dürfen diese sollten jetzt Maschinen, okay. Ja. Hier nicht erreichen. Kein Problem. Ihr habt einmal viel zu viele gebaut in der Mission. Ich speichere jetzt lieber mal. Nicht, dass sie doch noch Taslovs Haus erreichen. Und ich die Mission verliere. Ich will euch helfen. Oh, ich dachte schon, das Tor wäre jetzt nicht mehr vorhanden. Oder sprich kaputt. Aber ist nicht der Fall. Ja. Alle da hier oben. Oben auf. Der neue Dubstep. Das neue dubische Gesteppe. Ich hab's immer momentan irgendwie immer so mit meinem dubischen Gesteppe, nur weil ich so viel Penner like the Boss. Like the Boss. Penner like a Boss. Like a Boss. Like a Boss. Sie müssen mit Angriffen von mehrere Seiten rechnen. Am besten versuchen Sie, Ihren Gegner schnell aufzuspüren. Hä? Wie will ich die denn schnell aufspüren? Wenn die in meiner Nähe landen. Hat der Olle doch gesagt. Nehmen wir jetzt einen Speer und gucken nach da unten. Ach. Oh, das ist eine Stufe 4 Spinne. Oben sind auch noch ein paar. Was ist das? Luftkissenboot. Was ist das? Raketenwerfer.
Was ist das? Ein Stufe 4 Gerät, der leuchtet. Cool. Oh. U-Boot, U-Boot, Luftkissenboot. Ich weiß zwar nicht, ob ich die zerstören muss, aber ich gehe da jetzt schnellstens weg. Und ihr baut nochmal schnellstens einen Turm hin. Und das rasch. Oh oh. Ja. Die können da hinschießen. Schießt auf die Stufe 4 Spinne. Die so im Vordergrund steht. Die haben das Tor zerstört. Die Schweine. Nein, doch nicht du, verpiss dich. Fail von denen. Oh, die haben Flammenwerfer. Alles klar hier oben. Alan. Ein Problem. Alles klar hier oben. Alan. Alan. Oh oh, die schießen auf meinen Turm gleich, oder? Oder kommen die da nicht weiter? Oh, die schießen auf den Turm. Die machen 400 Schaden. Flächenschaden vor allem. Na, das ist schlecht. Alles klar hier oben. Vermeint sie. That's bad. Oh, no. Effektiv gegen Fahrzeuge. Transporteinheit, okay. Oben auf. Vermeint sie. Gut im Kampf gegen organische Einheiten. Der Turm überlebt das nicht. Glaube ich zumindest. Ja. Das ist ja richtig Suppe. Das ist vor allem richtig die Suppe. Ja, nicht das Suppe. Oder auch nicht der Suppe, nein. Die Suppe. Stets bereit. Was hast du vor? Attacke. Weg über Land und Wasser. Oben auf. Trampel sie nieder. Versucht es mich jetzt anzugreifen. Da gehe ich jetzt lieber weg. Oben auf. Tja. Alles klar hier oben. Was ist zu tun? Hä? Oh Mann. Hört sich gut an. Eine kluge Entscheidung. Oben auf. Oh Mann. Oh man. That sucks. That sucks. Was ist, wenn du einfach dahin gehst, Bela? Und dann nach da drüben schießt? Ach, da kommt er jetzt auf die Idee, nach drüben zu schießen. Okay. Ein Volltreffer. Was hast du vor? Das könnte funktionieren. Genau, schieß auf den da. Was ist Kaslovitschk. Ja, bitte. Genau. Schieß noch auf den mit den zwei Lebenspunkten. Da sind wir alle zufrieden. Der ist tot. Ist der auch tot? Ausgezeichnete Wahl.
wohl überlegt. Geh du weg. Ich habe eine Idee. Du. Ja, das hört sich gut. Bimbo schießt auf das. Kluge Entscheidung. Mann, du machst dem Ding 100 Schaden. Oder 110 was Schaden. Mann. Also bereit. Oben auf. Was ist mit dem anderen Brachiokatapult? Oben auf. Oben auf. Verteidigt. Was ist die? Der kriegt von denen sehr wenig Schaden. Wo ist das an? Da ist das andere Katapult. Okay. Du schießt und du schießt auch auf den Gegner. Du schießt auf deinen Gegner und das andere schießt auf seinen Gegner. Okay. Dann ist alles gut. Ah, sie hat bloß 300, weil sie Stufe 4 ist. Okay. Ja. Na, 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 na. Und ist da schon irgendwo das Fleisch echt aufgerissen? Ja. Ja. Nach einer Zeit sieht man dann also diese. Dann so offen, dann solche richtig offenen Wunden. Oben auf. Ah. Wir haben es geschafft. Und den Weg nach Hause finden wir auch. Ich packe rasch ein paar Sachen zusammen. Die Tormaschine. Es sollten wir auf keinen Fall zurücklassen. Und vielleicht die Kaffee. Ja, natürlich. Die heilige Stadt. Der hässliche Statthalter, den ich nicht mag. Guten Abend, Statthalter. Was verschafft mir die Ehre? Deine grenzenlose Dummheit. Dummheit? So nicht niemand mit mir. Nicht einmal der Mann, der dir alles gegeben hat? Gold. Macht. Einfluss. Ich habe nicht gedacht. Nein, du hast nicht gedacht. Denken ist nämlich nicht deine Stärke. Richtig? Deshalb haben wir diese drei Störenfriede noch immer am Hals. Ich. Das nächste Mal. Das nächste Mal werden wir uns um sie kümmern. Keiner. Bist du ja nicht in der Lage dazu. Du wirst genau tun, was ich dir sage. Schick sie unter irgendeinem Vorwand zur alten Tempelruine. Und merk dir eins, wenn diese sogenannten Helden ihr Ziel erreichen, dann sind unsere friedlichen Tage gezählt. Ja, Herr. Oh, wie er dir mit Krieg droht. Ihr habt es vollbracht. Wasser fließt, wo vorher keines war. Ich hatte also recht. Ihr seid die Auserwählten. Jetzt müssen wir nur noch den Rat davon überzeugen.
Ich bin mir sicher, wenn ihr auch den zweiten Teil der Prophezeiung erfüllt, werden sie an euch glauben. Denn in der Prophezeiung heißt es, die Auserwählten müssen den verlorenen Propheten aus dem Dunkel ins Licht führen. Habt ihr eine Idee, was das bedeuten soll? Einer unserer Brüder war auf dem Weg zu einer Pilgerstätte im Land des Drachenclans, als er plötzlich verschwand. Von ihm fehlt jede Spur. Und ihr glaubt, wenn wir diesen Pilger zurückbringen, lässt sich der Rat überzeugen? Ja. Also habe ich euch einen Führer besorgt, der die Inseln wie kein zweiter kennt. Es ist mir eine Ehre, euch begleiten zu dürfen. Der hat einen tollen Schnauzer. Ja, zurück zum Hauptmenü. Und ja, Leute, an dieser Stelle werde ich euch natürlich wieder sagen, bewertet den Part, je nachdem, wie euch gefallen hat. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls ein Abo da. Und natürlich Sun Bros. Praise the Sun. Yo. Und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Meh.